Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Draw. Heute malen wir den Outlast-Ehemann, also der Ehemann vom Whistleblower-DLC, beziehungsweise der Typ, der uns zur Frau machen will die ganze Zeit. Und ja, dazu dachte ich mir einfach, mach ich mal ein Bild zu. Nachdem wir das LP bestanden haben, hatte ich da irgendwie Bock drauf. Und ja, dann geht's einfach mal los mit einem 0,7er Multilider. Das hier ist unser Hauptcharakter, mit einer Frauenperücke auf dem Schädel. Also der hat schon ein bisschen hier gelitten, ne? Nur noch der Knochenschädel übrig von unserem Typen, leider. Sehr ärgerlich natürlich. Und damit das mehr nach Knochen aussieht, habe ich da so Linien reingemacht mit einem 0,2er Multiliner. Da unten hängen so ein paar, boah, Gedärme raus, Blut tropft und so, das Übliche halt, Klassiker. Und die Skizze habe ich natürlich schon davor gemalt, also macht immer eine Skizze, weil ohne Skizze wird das meistens nichts. Dann der, ja, Ehemann, ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat, der soll richtig krank aussehen, deswegen hat er so einen komischen eckigen Kopf und so ein mega breites Grinsen, so ein richtiges krankes Grinsen. Also malt da richtig übertrieben, auch Falten und so rein, der soll richtig bescheuert aussehen. Deswegen auch die Augen so verschieden groß und der hatte so eine komische Militärfrisur irgendwie, die da oben halt drauf ist. Und der hat auch so ein, irgendwie das Gesicht ist so voll ramponiert irgendwie und deswegen male ich da auch wieder mit 0,2er da sowieso, ja, wie wenn das so einzelne Hautfetzen wären irgendwie, einfach da so dran. Sieht ein bisschen gammel aus irgendwie und ja. Dann hat er so einen komischen, so eine, ich weiß nicht, was das ist, so eine Weste an oder so. Keine Ahnung. Die machen wir dann auch dran, die Beine einfach nur so Striche nach unten. Striche nach unten, ne? Das sieht dann noch ein bisschen komisch aus, wenn er so voll den breiten Oberkörper hat und dann da unten einfach so wie so eine Linie da so Beinchen runtergehen. Ja, da könnt ihr euch ein bisschen was ausdenken. Ich habe dem nur einfach noch so ein Muster verpasst, indem ich da so Linien hochgemacht habe. Muster sehen ja immer ganz cool aus bei so einem Bild, wo eh wenig drauf ist, kann man ruhig ein bisschen mehr übertreiben. Die müssen sich hundertprozentig gerade sein, aber gebt euer Bestes. Ja, dann hier wieder so ein bisschen mit dem 0,2er so ein paar Furchen rein und so ein bisschen ekelhaftes Zeug. Und dann den Schritt, den ich eigentlich immer mache mit dem BS Multiliner. Das ist wie so ein Pinsel. Einfach die Konturen nachfahren, das sieht immer ganz geil aus. Und wenn ihr das Ganze danach digital irgendwie noch bearbeiten wollt, ist das irgendwie noch einfacher, weil dann die Auswahl einfach viel besser funktioniert, weil das dann noch mehr vom Hintergrund abgehoben wird. Nicht nur für den, der das Bild anschaut, sondern auch für Photoshop ist das dann irgendwie einfacher. Dann der Schatten, das ist mit einem Copic-Stift, mit so einem Grau. Ich verlinke euch das in die Beschreibung. Alle Sachen könnt ihr da auch einkaufen, wenn ihr wollt oder gerade Bock habt. Da ist alles unten drin, was ich dafür so benutze. Fahrt da so ein bisschen entlang der Furchen, damit die so ein bisschen Tiefe bekommen. Oder auch da bei den Falten. Das Licht kommt, wie bei mir, irgendwie bei fast jedem Bild von mir von rechts. Ja, das ist irgendwie Gewohnheitssache. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann auch hier beim Skelett seht ihr, wie ich da bei diesen, ja, Einkerbungen einfach noch ein bisschen Schatten mache, damit das Ganze noch mehr an Tiefe bekommt. Wie gesagt, Schatten kann ich noch nicht so kompliziert. Also die Comiczeichner, die hauen ja richtig komplizierte Schattenmuster raus. Das hier, was ich jetzt hier mache, ist wirklich noch relativ simpel. Und ja, das schafft ihr auf jeden Fall. Das ist unten alles rot, die einzige Farbe im Bild ist wirklich dieses Rot. Dann hier einfach noch bei der Hand der Stadt. Den Schatten. Wie gesagt, das Bild ist eigentlich echt recht simpel. Könnt ihr echt ganz gut abmalen, wenn ihr mal ein bisschen üben wollt. Das lade ich dann auch auf Facebook oder DeviantArt hoch. Ja, da habe ich das Ganze noch abfotografiert, in Photoshop eben die Auswahl gemacht und dann den Hintergrund ersetzt. Durch so ein Rot, durch so ein dunkleres Rot und um den Charakter ist so ein, ja, hellroter Schein. Wenn ihr das ganze Bild genauer anschauen wollt, das könnt ihr euch zum Beispiel auf Facebook anschauen oder eben, wie gesagt, auf DeviantArt. Das war's auch schon. Also wie immer, simple und easy. Kriegt ihr auf jeden Fall hin. Hier sind noch so ein paar andere Sachen, falls ihr gerade nichts zu tun habt, dieser Sonntag. Das erste Let's Play, die erste Folge von Whistleblower, also von dem LP, da, wo der Charakter eben herkommt.
Dann das Let's Draw, das war Pete's Meat vs. Zombies, das letzte. Hier seht ihr Hardy mit der Kettensäge. Und rechts, schon ein bisschen älter, das Let's Draw Basics Video. Da kommen noch neue, aber ja, dauert eben noch ein bisschen. Also bis dahin und ciao.